Der Tod des Gegenkönigs war ein schwerer Schlag für die Opposition. Im August 1081 wurde Hermann von Salm aus dem Hause der älteren Grafen von Luxemburg zum neuen Gegenkönig. Erst am zweiten Weihnachtstag wurde er vom Erzbischof von Mainz gekrönt. Heinrich war in dieser Zeit in Italien. Er war im Frühjahr 1081 zum Romzug aufgebrochen. Am 21. Mai 1081 stand er vor Rom, musste aber unverrichteter Dinge Ende Juni wieder abziehen, da er auf dem Weg nach Rom von Mathildes Truppen bekämpft wurde, verfiel sie der Reichsacht. Ende Februar 1082 begann die zweite Belagerung Roms, auch sie war vergeblich. Ein Jahr später glückte die Eroberung der römischen Leostadt mit der Peterskirche. Die Engelsburg blieb in der Hand des Papstes. Auch die Verhandlungen mit Gregor VII. Blieben ohne Ergebnis. 1083 wurde ihm der Vorschlag unterbreitet, er soll Heinrich IV. Zum Kaiser krönen, dafür würde der Gegenpapst fallen gelassen. Auch das lehnte er kategorisch ab. Allerdings war der Papst immer mehr in der Defensive. Mathilde war selbst in Bedrängnis, die deutsche Opposition geschwächt. Heinrich führte gerade in Süditalien Krieg gegen die den Papst unterstützenden Normannen, als Rom aufgab. Gregor VII. Wurde von einer Synode abgesetzt. Am Gründonnerstag 1084 zog Heinrich IV. Feierlich in Rom ein. Zu Ostern, am 31. März, empfing er die Kaiserkrone aus der Hand Clemens III., während Gregor VII. Sich in der Engelsburg verschanzte. Heinrich zog angesichts des Vorrückens der Normannen rasch wieder aus Rom ab und überließ die Stadt ihrem Schicksal. Am 28. Mai eroberten die Normannen Rom, verwüsteten die Stadt und befreiten Gregor VII. Der allerdings konnte sich in Rom nicht halten, flüchtete und bannte Heinrich erneut. 1085 starb der Papst schließlich.